Alban Bergs Oper Lulu ist ein Psychokrimi. Hier werden gesellschaftliche Zwänge und Verwerfungen offengelegt. Im Zentrum steht Lulu, die femme fatale. Das Kindsweib wird zur personifizierten Männerfantasie, zur Projektionsfläche für die dunklen Seiten der menschlichen Existenz. Sie geht ihren Weg mit ihrem Instinkt, sie lässt sich leiten, sie möchte nach oben, sie liebt, aber sie liebt aussichtslos im Grunde genommen. Und so geht ihr Weg zurück in die Gosse, aus der sie kommt, dann sehr rapide auch wieder abwärts. Lulu lockt und bezaubert die Männerwelt. Sie verspricht und erfüllt stets das, was die anderen in ihr sehen oder sehen wollen. Und doch gehorcht sie letztlich nur ihren eigenen Gesetzen. Sie provoziert, sie hält sich nicht an Regeln. Und dadurch ist sie gleichermaßen Opfer durch ihre Herkunft, wie auch Täterin, wenn sie das auch nicht bewusst ist. Es kommen tatsächlich alle Männer, die sie umkreisen im Laufe dieses Lebens, kommen um. Der Einzige, der übrig bleibt, wird Schigolch sein, ihr ehemaliger Beschützer. Alban Bergs Musik zu dieser Oper nimmt den Zuhörer gefangen. Mit oft brutalen Klängen, aber auch durch äußerst lyrische Passagen. So entsteht ein unendlicher Spannungsbogen, faszinierend in seiner klangsinnlichen Ausdruckskraft. Das Aufeinanderprallen von Dr. Schön und Lulu, das ist diese Unmöglichkeit der Liebe eigentlich zwischen den beiden und dieses letztendliche einander zerstören, das ist schon heftig, also auch nicht nur körperlich heftig, sondern auch mental. Das greift dann schon an. Da muss man erstmal schlafen danach. Also es ist schon wirklich eine Reise. Mit Lulu wurde eine der schillerndsten und zugleich geheimnisvollsten Frauenfiguren des Theaters geschaffen. Und Alban Bergs Oper, uraufgeführt 1937, ein Klassiker der Moderne, ist nun erstmals auch in Thüringen zu erleben.